Geil. War wieder die beste geil. Ankündigung, ne? Ja, das war richtig hart cool. Läuft, danke. Und ich glaube, ich habe jetzt irgend so einen Hansel eingeladen. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, das bin ich. Habe ich euch alle in der Liste? Ich habe. Mich wahrscheinlich nicht. Denn Let's Bleu? Ah, dich nicht. Moment, das ändern wir. Wo bist du denn? Wo bist du, Schätzelein? Komm her. Schick mir mal in... Warte mal, ich... Du hast ihn doch eingeladen, oder? Da ist er doch. Wo bin ich? Achso, Herr J.J. Ja, genau. So, Claudette Morrill? Ich will die nicht, ich will eine andere. Also einen anderen. Doch, du musst jetzt schwarz sein, dann stirbst du zuerst. Jetzt wirst du auch noch homosexuell auf deine alten Tage. So, was ist denn jetzt? So, warte, bei mir startet erstmal jetzt gerade. Tut mir leid. Ich brauche den... Dann muss ich ja später nochmal eine Ankündigung machen. Mensch. Ja. Also Ankündigung. Bei mir fährt das Windows auch gerade erst hoch. Was? Bist du schon drin, Mann? Das hat aber gerade für eine Millisekunde geglaubt. So, nein, ich dachte, das geht jetzt mit ihm ab, weißt du, so, ja. Ja, ja. Ich muss gerade noch auf Windows 10 upgraden, einen Moment. Alter. Lädt gerade runter. Deine Mutter. Upgraded auf Windows 10. Als Freund hinzufügen, schauen. Oh. Ey. Wird hier nicht gerülpst, ja. Was? Ey. Ekelhaft. Du musst ihn hier bald wieder die Poop-Party denken. Hör auf. Git. Und hast du jetzt mit Steffi schon ein bisschen experimentiert? Nein, ich habe nicht experimentiert. Wie er sich feiert. Das war so widerlich. Oh, das war so geil. Nee, du hast richtig gemerkt gehabt, Steffi will experimentieren und Elia Wald ist da so super geklemmt, sehr, sehr klemmy. Ekelhaft. So, welchen Killer wollen denn? Also von mir aus gerne den härtesten. Will am liebsten gar keinen. Können wir nicht ohne spielen? Doch, wir können uns auch ums Lagerfeuer setzen, der erstmal das Ganze genießen lässt. Oh nein. Ja, my lord. My lord, komm einfach mal. Komm mal, ja. Ich muss ja fertig drücken. So kleine Schokokrossis. Oh, ja, natürlich. So, ich bin schon rein. Oh, jetzt geht's los. Oh, Kinderlein, ich freue mich. Ich esse jetzt mein Schlumpfeneis. Dann fange ich euch alle zu ermorden. Hätte ich das Tutorial spielen sollen? Nein. Auf jeden Fall. Alles das sind klar. Nur Videos. Ach so. Ist immer gut, wenn ich sage, komm zu mir, dann kommst du zu mir, dann zeige ich dir, wo es rausgeht. Das ist gut. Der Ausgang ist hier auf diesem Haken. Warte, ich heb dich hoch. Den kannst du von hier aus sehen. Ja, ich hab den Haken, ja. Man sieht meinen Mauszeiger, wie unprofessionell. Also wirklich, kotzt so mich an mit deiner Unprofessionalität. Ich bin für dieses Medium nicht geschaffen. Das lädt echt lange. Ja, das stimmt. Was? Ich spiele schon eine halbe Stunde. Bist schon wieder im Bett, ne? Gewinne. Liegt an Eliawald, alter Schattenrechner. Ja. Alles, ja, genau. Alles an mir. The Thompson House. Cool. Wer bin ich denn? Wo seid ihr? Es geht wieder los. Oh ja. Ich sehe euch. Tust du gar nicht. Oha. Wer ist denn da? Nein, niemand. Das bin ich. Ah, Mist. Ich werde dich abmetzeln. Du bist nicht blau. Das ist ganz natürlich. Ach, jetzt fick dich doch mal, du Scheißmaschine. Entschuldigung. Also wirklich. Solltest nicht schimpfen, sonst kommt die Schimpfpolizei. Lass mal ausprobieren. Ich glaube, das geht auch noch, ne? Ja. Jetzt. Ich glaube, ich muss hier weg. Nein. Doch. Bleib ruhig da. Nein. Ich bin nicht da. Ich bin nicht in der Nähe. Wer will denn auf meinen Haken? Ich möchte nicht von dir gespießt werden. Haken. Penetrieren. Das ist das einzige Wort, das er gerade gelernt hat. Penetrieren. Ich bin ein Hinterwäldler. Glaube ich dir sofort.
Du kleiner Ilja Wald. Wieso spielst du eigentlich immer den Typ mit der Falle? Befallen. Man nennt mich auch den Fallenliebhaber. Vielleicht findet er Gefallen daran. Dann wollen wir ihm mal nicht zur Last fallen. Ui. Bitte. Selbst ein diese genervte Todstimme ist auch echt super. Ach. Wo bist du? Ja. Oh, okay. So, wieso gibt's jetzt zwei von dir? Ui. Nein. Vielleicht breche ich bei dir rein. Ups. Es wird Zeit ein bisschen zum Metzger. Hallo! Ha! Bin so schlecht in sowas. Oh. Oh. Chloe, das hätte ich dir auch sagen können. Na toll. Chloe, da ist eine Falle. Toll, echt witzig. Chloe, da ist eine Falle. Ich hab lange nicht so gehört. Ich mach deinen Freund auf und dann komm ich. Bleib da. Nicht bewegen, Chloe, nicht bewegen. Chloe, wo bist du denn? Also wirklich nicht. Komm zu Papa. Nein. Wo läufst du hin? Wo läufst du hin? Ach du Scheiße. Vor dir. Na, ich könnte dir ein Küsschen auf das Näschen geben. Wer ist denn da? Nein. Bleib weg vom Lama. Bleib weg vom Lama. Geh schön hin zum Lama. Wir kennen uns schon so lange. Ach du Scheiße, hast du heimlich geübt oder was? Ich? Ja. Ich würde niemals dieses Spiel üben. Ist ja was. Ja, meine Falle hat ausgelöst. Niemals. Du liegst jetzt da. Nein, ich liege da nicht. Und wer ist denn in meiner Falle? Niemand. Boah, wie das macht viel du einfach bist. Weißt du was, ich leg dir noch eine Falle hin. Schau mal. Du hast nämlich zwei Füße. Und ich hab zwei Fallen. Lass dich los, nicht stressen. Nö. Moment. Wie praktisch, ich würde sie, noch mal links daneben stellen. Ja, genau dahin. Ihr seid so krank, wisst ihr das? Mist, ich kenn das gar nicht. Moment, läuft doch. Oh, wer will denn als nächstes? Oh, Chloe. Danke. Renn! Na, hört ihr das Glöcklein? Glöcklein, was euer Herz sein könnte. Badabum. Ja, kein Glöckchen. Klingelingeling. Wo sind denn alle? Ich fühle mich fast schon einsam. Das mit deinem Mikrofon regt mich so auf, ne? Ich hab mich gerade voll erschrocken, weil das so komisch tut. Bleib weg von Lama. Wer ist denn da? Hol dir die Chloe. Nein! Was ist das für eine holde weibliche Gestalt? Nein, alles! Das ist krank, das ist einfach nur krank. Was ist krank? Du! Alles ja, genau. Ordnung. Hier noch eine Falle hinzubauen. Ich freue mich. Das ist die Falle, macht dir nichts. Löst nur bei Beinen aus und die hast du nicht mehr. Das passt natürlich. Lass dich einfach mal ein bisschen liegen. Nein. Bluten und bluten lassen, sagt man immer. Chloe, ich vermisse dich. Komm zu mir. Tatsächlich. Komm zu mir. Chloe, Lein. Ja, bitte. Oh, Entschuldigung. Wo bist du denn? Könntest du mir bitte die Gegend beschreiben, wo du gerade bist? Hallo? Lama?
Hallo. Ein Küsschen auf das Nüsschen. Dein Nüsschen. Ich glaube, du blutest gerade alles voll. Kann ich sagen, ich hab Tina. Ich frage mich, was in diesem Schrank ist. Wer kommt denn da raus? Ja. Ja, nein. Dieser Schrank, der so stört und aus dem Blut rauskommt. Ich komm zum Schrank und höre schon. Da kommen so 2 Liter Blut raus. So. Ab auf die Stange. Währenddessen mache ich mal die Barrikade kaputt. Aber wisst ihr, wer mir Sorgen macht? Mal, jetzt wo du da bist und nicht rennen kannst, jetzt können wir ja Freunde werden. Also weißt du, wer mir Sorgen macht? Soll ich dir so, schon mal so eine Couch hinstellen? Wer macht dir denn Sorgen? Erzähl mir deine Sorgen. Okay. Also die Chloe. Was? Die Chloe macht mir wirklich Sorgen. Was soll ich dir sagen? Vielleicht? Die Chloe, die macht immer so diese Generatoren, weißt du? Dann geht immer das Licht an und dann geht die Tür auf. Hey! Also wirklich, Drava, du bist nicht mehr bei mir. Ja, ich höre dir zu, bleib bei mir und erzähl mir. Nein. Ja, natürlich, du willst es doch auch. Komm zurück zu mir. Nein. Ach doch. Du willst mich nur ausnutzen. Nein. Du bist überhaupt nicht an der Freundschaft in Mitte. Doch, natürlich, das ist eine total beidseitige Sache, glaub's mir. Hallo. Wer blutet aus dem Schränklein? Wer hat denn seine Tage? So ganz nebenbei, es gibt gleich ein totes Opferlama. Wie machen wir das? Kommst du raus oder soll ich? Oh, danke. Bitte sehr. Na, ich erschreck mich da jetzt. Na, Chloe, oh. Das ist aber keine behindertengerechte Treppe. Aber das ist schon echt ein schönes Haus. So runterkriegen. Das stimmt. Willst du zu mir kommen und es dir anschauen? Ja, Moment. Ich wo kriegst du da aus? Weg. Hey, was ist los? Ich weg. Wie weg? Ich bin da, Chloe. Langsam, aber sicher. Oh nein. Ich helf dir. Bitte. Bist du auf den Haken? Nein, will ich nicht. Du bist nicht auf... Okay, dann lege ich dich halt einfach sanft ins Kornfeld ab. Sanft ins Kornfeld, weil... Warte, ich muss hier mal kurz einen Ingenieur einfangen. Wo rennst du hin? Huch, ich bin hinter dir. Kannst du da nicht durch die Falle laufen? Nein. Nein, ah, Mist. So. Hilfe. Kümmer dich um Chloe. Ich komm klar. Okay. Hilfe. Ich mach mal die Barrikade hier kaputt. Hilfe. Was ist los, Chloe? Ich komme. Ich helfe dir. Wenn du so nach Hilfe schreist, wo bist du? Chloe, wo bist du? Chloe, also wirklich. Ganz schön frech, was du hier machst. Was soll das? Sich einfach so heilen hier. Könntest du denn... Ja, genau, du bist schön. Bitte? Also, wir können jetzt doch ein bisschen reden. Also, nee, wir wollen nicht üben. Was belastet dich zurzeit? Mich belastet nix. Gar nichts. Nichts? Ich chill hier einfach meine Base. Alles ist gut. Okay. Du blutest aus der Leistengegend. Ist das normal? Ja, das bin ich auch ganz lecker erwischt. Ah, lecker erwischt. Dankeschön. Gerne. Jetzt muss ich aber auch wirklich anfangen, die Leute zu töten, wisst ihr? Das können wir jetzt einfach... Nein, das kann doch nicht wahr sein! Was ist los, das Schlimme ist, diese Stimme hört man immer nur in einer Sorte von Doku. Kommt, Kinderlein. Ja, genau. Nein. Komm nicht zu mir. Was soll das denn? Nein, musst du nicht. Du kannst weitergehen. Meine Güte. Ich kann dir verraten, wo jemand ist. Okay, verrate mir, wo einer ist und dann werde ich ihn töten. Leicht vorne rechts, schräg von mir. Okay. Ja, aber wenn da keiner ist, Laura, wenn da keiner ist. Doch, natürlich, da ist jemand. Ach, oh, Scheiße! Ach, Mann, ja, gut, weil die immer... Da muss ich die Chloe aufhängen. Oh, nein, weil sie immer erst stehen bleibt.
Tut mir leid, es tut mir leid. Nein, du musst mich nicht aufhängen. Du hast mich doch lieb. Sei lieb zu mir. Sei lieb zu mir. Okay. Sei lieb. Du kannst einfach nur ein bisschen abhängen. Also ganz ehrlich, bei Quicktime-Events bin ich richtig schlecht. Die sind aber auch richtig schwer hier. Komm mal her. Na. Gehst du weg? Nein. Jetzt muss ich die Barrikade zerstören. Also wirklich. Komm gleich. Okay, warte. Lauf mal nicht zu weit vorher. Okay? Nee. Ich häng hier mal so ab. Rum und so. Wow. So, jetzt häng mal die. Oh. Hübsches Gesicht hast du. Nur noch zwei Generatoren, jetzt können wir auch mal zum Schluss kommen. Jetzt nehme ich aber einen ganz schönen Umweg hier. Ja. Dankeschön. Findet ihr das auch immer nervig, wenn man die Tasten von anderen hört? Ja. Nein! Wie ein kleines Süßchen bist du in meine Falle gehoppelt. Hast du dich befreit? Dieses Schwein, du! Was ist los? Was? Mama? Ich werde jetzt gucken, wo der nächste... Gut, also... Ich habe jetzt die Qual gewonnen, die Qual der Wahl, aber ich muss jetzt mal echt langsam ein paar Leute aufhängen. Nein, das willst du gar nicht tun. Du bist ein lieber Killer. Komm, wir hatten doch so eine tolle Verbindung und du wolltest mir deine Sachen erzählen, was du so erlebt hast. Ja, kann wie ich du zu diesem wahnsinnig starken, großen Mann mit dieser... Muskulös. Also die Geschichte ist die, ich hänge Leute auf und dann werden sie geopfert. Das ist ein tolles Konzept. Da kann ich mir vorstellen, dass jeder sofort Feuer und Flamme fühlt. Das ist auch eine richtig, richtig schöne irgendwie Anzeige, so suche Partnerin, ich opfere Menschen und hänge sie auf. Suche sanfte sie. Devote. Oh. Ja, weiß ich nicht, bei dem Typen. Joey. Der mag das doch auch andersrum. Ich suche die Devote. Was hast du? Er sucht eine Devote. Also sucht er dich. Devote schreien kann. Joey, nein. Ich bin doch so allein. Mach den Generator an. Wer hat denn schon wieder die Falle ausgelöst? Irgendjemand. Ja, das bin ich. Das bin ich. Sicher? Mist. Wolltest du mich blenden? Nein, ja, das wär aber wirklich unfair. Ah, Mist. Oh nein. Ja. Nee, alles nein. Gut. Ja, kümmere dich um dich selbst. Oh nein. Alleine. Okay, ich kümmere mich um mich selber. Ist okay. Oh, bitte. Verschwinde da. Ja, Chloe, verschwinde. Hör auf hier rumzugammeln, denn ich bin in der Nähe. Oh, warte mal. Dass du da wieder stehen bleiben und will wieder überall gucken und so. Oh, ja, ich kenne dich schon. Weißt du, dass ich mich immer leise verstehe? Also im Moment läuft er gerade bei mir herum, also... Ich bin einfach ein Naturmensch. Ein Naturmensch bin ich. Nein, oh, ich hasse es. Wieso spielst du das eigentlich? Okay, jetzt hat er sich ganz, ganz weit verpieselt. Ja, Chloe, komm doch und rette ihn. Aber vielleicht komme ich auch. Okay, er kommt wieder zu mir. Aber Chloe, jetzt weißt du gar nicht, was du machen musst. Chloe. Diese Entscheidungen, sie rauben dir dein Urteilsvermögen. Das stimmt. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Da wird man ja ganz wahnsinnig, was du jetzt machen musst. Du, ich hole jetzt meine Falle. Nicht weglaufen.
Was und vor allem du? Nicht Alison Pinguin helfen, weißt du? Bitte? Das darfst du. Nicht helfen. Darf ich nicht? Nein. Jetzt komm ich. Jetzt hast du geholfen. Also. Bitte? Was denn mit. Oh, scheiße. Chloe? Chloe. Ja? Chloe. Okay. Ja, bitte. Findest du es in Ordnung, was du machst? Ja. Findest du es in Ordnung? Ja. Ich finde es nicht in Ordnung. Wer ist denn hier schon wieder am Laufen? Ich sehe dich. Nein, nicht blenden. Nein! Nicht blenden. Ich mag eure Blender gar nicht. Wir sind hier noch nicht irgendwo, wo es geblendet wird. Chloe, wo bist du denn? Weg. Hallo? Hau ab! Na? Mach mir eine kleine Verfolgungsjagd. Oh, ja, ich komme. Könnte dich schlagen, aber ich könnte dich auch ein bisschen länger verfolgen. Oh, ja, komm. Mach doch, mach doch. Okay. Ah, ah. Das hab ich gesehen. Aber das lief so gut. Ja. Du musst, nein, du musst doch noch ein bisschen leben. Du kannst mir nicht allein lassen. Doch, ich bin noch... Elia, erzähl mir doch mal was. Okay, also. Eines Tages habe ich mir gedacht, ah, du bist schon seit 20 Jahren Buchhalter. Kannst du doch nicht mal was anderes machen? Diese Buchhalterei, die bringt dich noch um. Da dachte ich mir, was ist spannender als Buchhalter? Ja, Menschen ermorden. Dann dachte ich mir, naja, jetzt hast du ein bisschen was zusammengespart, damit deine Kinder bleib was doch hier, haben. Ich kann dich kaum hören. Nein, das passt schon. Jetzt ist der Chloe. Also Chloe, kurze Geschichte. Buchhalter, ermorden, Spaß. In dieser Reihenfolge. Ja, natürlich in der Reihenfolge. Oh, jetzt musst du ihn aber retten, Chloe. Oh, oh, jetzt nein. Musst du ihn retten. Sonst stirbt er verblutet. Was mache ich jetzt? Scheiße. Ich verblute. Er stirbt. Er stirbt. Es ist, oh, es ist die Zeit des Monats. Er stirbt. Chloe, er stirbt. Oh, Chloe, es ist deine Schuld. Chloe, schäm dich. Es war die Zeit des Monats. Du bist eine richtig miese. Das ist auf jeden Fall schon mal irgendwie so ein Titel. Das ist ein super Titel für irgendwas. Chloe? War die Zeit des Monats? Hast du überhaupt kein Schamgefühl in deinem Leib? Dass du nicht einmal bewegt hast, dich umzuhängen. Jetzt ist nicht sogar deine Spur. Oh nein. Chloe. Hau ab. Willst du das Beste oder? Nein! Ich wollte eigentlich diese blöde Platte da oben werfen. Und die eine versteckt sich im Schrank. Im Schrank sieht er mich nicht. Das nächste Mal, Chloe, machst du einfach die Hände vors Gesicht und sagst... Es lebt nach dem Prinzip, wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Chloe. Hau ab. Chloe. Chloe. Nein. Ich bin gleich da. Nein. Und zieh dich an deinem Tralala. Was? Hey, Chloe. Das ist ein richtiger Sadist, ne? Nein. Ich bin ein lebensbejahender Mensch. Sag mal, bist du eigentlich immer noch im Dach? Nein. Nein. Ich bin vor dir. Aha. Ah, Scheiße! Chloe. Darf ich dir bekannt machen mit meiner Falle? Nein, ich will deine Falle nicht sehen. Ah, es gibt nichts Schöneres. Oh, mal da. Oh. Ich hasse es so. Chloe, was ist das? Hau ab! Was? Nein! Nein, wir können alles bereden, Chloe. Nein, ich will nicht. Soll ich dich zur Hucke bringen? Soll ich dich rausbringen aus diesem Höllenloch? Ah. So.
Ich dreh mal um, dann wird's besser. Wisst ihr, was gerade richtig hässlich ist? Mein Drucker hat gerade ein Fenster aufgemacht. Das ist mir gerade voll im Weg. Könntest du mir einen kleinen Smiley malen auf dem Boden mit deinem Blut? Au ab! Oh, warte mal, vielleicht kann ich mich ja alleine recovern. Ja, mach mal. Ja, dann wünsche ich dir mal viel Spaß. Ich hole mir noch ein paar Fallen. Okay. Wir machen eine lustige Fallenparty. Viel Spaß. Haust rein. Immer deine Fallen. Nur ich komme. Echt? Wollen wir dich opfern? Ich habe mich keine 3 Meter bewegt. Wirklich nicht. Niemals. Wollen wir dich opfern? Nein. Lass mich leben. Chloe, wo bist du denn jetzt? Du bist schon wieder weggelaufen. Weggelaufen. Das kannst du ja gar nicht. Ach, ich Idiot. Du kannst ja gar nicht. Ah, du blutest mir ja fast schon. Warte mal, wir müssen dich. Schau, ich werde dich damit vermuten. Kann ich wiggeln. Lass mich mal in der Runde wiggeln. Wiggle, 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 oh yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Schau, ich krieg dich auf die Rippen. Ach. Au. Au. Wie unhöflich. Das war jetzt dezent gemein, ne? Oh. Wieso? Du warst dich fast rausgewiggelt. Ich war tot. Der Treppensturz hat mir das Schulter gestorben. Genick gebrochen. Wow. Ach. Ja, jetzt mich ja nicht fallen lassen müssen, ne? Ja. Es ist deine Schuld. Immer diese Pedo-Stimme. Weißt du, was nur gut ist, wenn ich mal Geist spiele? Wenn ich meinen Geist spiele, dann habe ich eine andere Stimme, Leute. Dann habt ihr auch mehr Spaß. Habt ihr auch mehr Spaß?